Hello guys, and welcome to another episode of One Punch Man Season 2, Episode 3. Boah, den hat ganz schön zugerichtet. Man muss sich dran gewöhnen, aber es wird besser und besser. Am Anfang dachte ich, okay, das ist nicht One Punch Man. Aber es wird besser. Ich liebe diese Stelle. Der interessiert sich auch nur für seine Spiele. Das ist einzig bisschen interessiert. Der hat bestimmt auch eine ganz interessante Hintergrundgeschichte, warum er so durchgedreht ist. Aber ich habe Bilder gesehen, dass er ziemlich eins in die Fresse kriegt. Okay, allerdings von wem? Wo ist er eigentlich im Kopf? Er hört nie zu. Nie. Ja, ich weiß nicht, ob du das machen solltest, mein Freund. Das war ein bisschen gefährlich. Das Fahrrad war bestimmt Mumenrider. Ja, Mumenrider! Schon ein Monster, oder? Oh, Schnauze. Tanktop Vegetarian. Diese Namen sind so genial. Oh. Okay.
Er ist wirklich so ein bisschen wie Vegeta. So, sein Ego ist hier oben. Und er sieht aus wie Rainer. Danke, Tupper Deckel. Uiuiui. Ja, aber ich denke, das war's dann jetzt auch mit Tanktop-Deckel. Der sieht auch so ein bisschen so aus wie sein Trainer, ja. Der Nietzsche. Ich weiß, er ist böse, aber ich finde ihn super genial. Oh nein, nicht der Moomin Rider. Oh. War das nicht irgendwie, dass er gar nicht als... Ne, dass er so ein Low-Level-Hero ist? Ich weiß nicht. Ja, das habe ich mir gedacht, natürlich. Da geht er nicht einfach nach Hause. Ah, nein. Ups. Ah, okay. Oh nein, mit seinem Fahrrad. Ich finde dieses Fahrrad toll. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, oh, oh. Oh Gott. Okay, ich glaube, ich nehme alles zurück, was ich über ihn gesagt habe. Das ist so eine von den Sachen, die ich absolut hasse, wenn jemand den Kopf von jemand anderem auf den Boden drückt. Dieses Dusch, 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 Dusch. Oh Gott. Oh, das geht gar nicht. Das ist ja furchtbar zum Anhören. Wie geht's? Ja, das war's dann wohl. Ich hoffe, die leben alle noch. Bitte lass die nicht tot sein. Das ist schrecklich. Oh nein.
Scharfschützen richtet. Also so langsam glaube ich, dass nicht mal Saitama mal eine Chance gegen ihn hätte. Als ob ihr eine Chance hättet. Ja. Warum trägt denn der jetzt eigentlich noch seine Brille? Da muss irgendwas mit seinen Augen sein. Oder vielleicht will er nur cool sein. Ich glaube, der ist wesentlich stärker als der Deep Sea King. Also was menschliche Interaktionen angeht, ist Saitama auch nicht der Größte, oder? Ach, der wieder. Nee, der hat jetzt nicht das Kind. Oh Gott, jetzt dachte ich schon, der hat das Kind angegriffen. Das war doch der, der Krabbe was auf dem Rücken gemalt hat. Ich hoffe, er greift jetzt nicht das Kind an. Warum will er so gerne ein Monster sein? Ich garantiere dir, am Schluss wirst du in diesem Buch drin sein. Auf jeden Fall. Ja, es ist 5 Uhr. Ich gehe mal davon aus, irgendwas in seinem Leben ist schiefgelaufen, wie bei so vielen Monstern. Was ist mit den Bananen? Die hat er bestimmt im Rabatt gekauft.
Und der alte Opa im Hintergrund. Er glaubt mir, das weiß er schon, das kann er schon. Heißt es, wir bekommen eine Tournament Arc? Tournament? Ja, jetzt will er natürlich mitmachen, so viel Geld. Dass er jetzt was anderes denkt. Naja, das wird doch genauso enden wie alle anderen Kämpfe auch. Ups, das war. Ja, natürlich. Das war echt gut. Das war echt gut. Ich frage mich, warum es ihm nicht einfach reicht, ein Hero zu sein. Warum er unbedingt. Oh, was ist das? Ich glaube, das ist dem wurscht. Der hat immer noch einen Ass im Ärmel. Wow, okay. Hei, ich glaube, ich habe so die Vermutung, dass sein alter Trainer ihn rausgeschmissen hat. Sagt, du bist ein bisschen zu stark für mich, ein bisschen zu crazy für mich. Als ob der ein Hero ist, oder? Hm.
Oh, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube aber, dass er am Schluss, dass er ihn gar nicht besiegt durch Muskelkraft, sondern dass er ihm irgendwelche wichtigen Worte oder dass er sich mit ihm unterhält und ihn davon irgendwie abbringt. Oh, ein Schlag hat gereicht. Ein Schlag. Wahnsinn. Genial. Jetzt hat er sich eine Perücke gekauft, dass er dann in dem Tournament nicht so schlecht dasteht. Das kotzt den anderen jetzt wahrscheinlich noch mehr an, dass er keine Chance gegen ihn hat. Das hört sich an wie so ein Haikyuu-Ending. Furchtbar aus. Naja, ich weiß nicht. Wie er guckt, so muss das sein, wirklich. Es aussieht. Ja, und wie will er machen, dass das sitzt? Ohne Kleber? Es sieht ein bisschen aus wie Reagan. So, I hope you liked my live reaction. If you did, smash the like button or subscribe to my live reactions. And thank you for watching. Bye bye.